Miau, willkommen zurück zu Harry Potter 3 und dem allerletzten Part dieses Projekts. Ja, ihr seht, ich bin hier. Ich habe nämlich mir ordentlich Mühe gegeben mit den Seidenschnabelkarten, Kartenflügen, meine ich. Und ja, der letzte fehlt mir noch. Ich kann euch sagen, ich krieg's nicht hin. Ich habe so lange versucht. Nein, nein, nein. Und das ist wirklich ganz schön schwer, bei dem letzten alle Reifen zu erwischen. Und jetzt habe ich aber auch gerade einfach keinen Bock mehr. Oh, doch keine Zeit. Ja, ich bin auch ganz schön müde. Wir hatten ja gestern Livestream. Ist jetzt 8:30, dass ich aufnehme. Wir haben jetzt ja nochmal eine Challenge, die wir machen müssen. Dies hier alles sind auch so Sachen, die ich jetzt nicht einfach zwangsweise noch innerhalb dieses Projektes machen möchte. Ach, warum das denn jetzt noch? Ich dachte, wir hätten dich zum letzten Mal gesehen, Peeves. Ja. Die Rüstung sieht glutrot aus. Hui! Eklige Kinder! Wollen wir spielen? Damit habe ich nicht gerechnet. Rektus Hammer! Vorsichtig! Was war das? Was war das? I don't know. Pfand! Rektus Hammer! Autsch! Gelassion! Hör auf! Ich warne dich! Nö. Ich warne dich? Schau ihn! Rektus Hammer! Flockerpotter kennt einen neuen Zauber! Hör auf! Ich warne dich! Ich war so froh, dass sie Peeves einfach aus dem kurz vor dem Ende, Harry. Film so weit rausgelassen haben. Vorsichtig! Ha, der hat genug! Tolle Leistung, Harry! Danke! Das hat sogar Spaß gemacht! Glaubt ihr nicht, dass wir es zu weit getrieben haben? So wie er weint? Keine Angst! Der fällt uns schon bald wieder auf die Nerven. Ich war ja wieder Mitleid mit Peeves. Ne, das geht gar nicht. So, aber wir wollen jetzt noch mal die letzte Challenge machen. Hey, Harry! Mensch, Ron, du siehst erschöpft aus. Die Abschlussprüfungen haben dich geschafft, was? Nicht Glacius und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hinkommen. Glacius, ja. Ich weiß gerade wirklich gar nicht mehr, wo das alles war. Hier war es, glaube ich, nicht. Ihr müsst mir jetzt verzeihen. Ich muss jetzt erstmal wieder suchen. Fahren wir hier mal durch. Ach was. Hallo, Bora! Sieht immer gut, dass ich nochmal hier hingehe. Danke, Ron. Hast du schon eingesammelt? Das ist die Tür zur Draconiforce-Lapiforce-Aufgabe. Was meinst du, Hermine? Willst du es noch einmal probieren? Nö. Auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht nochmal. Das war am Ende auch ganz schön nervig, leider. Weil eigentlich fand ich den Zauber ja sehr cool. Okay, hier haben wir sonst alles. Ich speichere mal. Aber ich finde es halt generell einfach cool, dass wir uns immer hier nochmal umschauen können. Lumos! Den hatten wir aber auch schon, meine ich. Elasto! Ja, da waren wir schon, okay. Den hatten wir auch schon. Und die hatten wir auch. Die Tür zur Glacius-Aufgabe. Ja, da muss ich nochmal rein, leider. So. Harry!
Willst du es noch einmal mit der Glacius-Aufgabe aufnehmen? Ja, Professor Flitwick. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich alles gefunden habe. Ausgezeichnet. Viel Glück. Glacius! Glacius! Weg zu Sandra! Gute Arbeit, Harry. Den hatte ich schon. Hallo, Bora! Okay, ich glaube, solche Sachen hatte ich generell. Wir brauchen eigentlich nur... Glacius! Nochmal das Wappen ganz am Ende. Here we go. Aber cool, dass man generell nicht nochmal alles einsammeln muss, sondern die Sachen schon eingesammelt bleiben. Eure Schule eigentlich auch für so eine Rutschpartie? Vielleicht hat sie das und ihr wisst es nur noch nicht. Ich wette, dass meine Schule sowas nicht hat. Rektuzentra! 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 Elasto! Ich kann jetzt eigentlich hier direkt weiter. Glacius! Glacius! Rektuzentra! Glacius! Rektuzentra! Glacius! So. Nur da unten die letzte dann jetzt gleich noch. Kleine Minerva ist übrigens gerade auch aufgewacht. Und nascht ein bisschen. Warte jetzt sicher darauf, dass ich hier gleich Futter gebe. Werde ich nach diesem letzten Harry Potter Part dann auch sofort tun. Glacius! Rektuzentra! Mit allem anderen muss ich mich ja eigentlich gar nicht beschäftigen. Genau. Ich dachte, ich hätte noch Pixies gehört. Nee, von hier kam ich auch jedes Mal. Jedes Mal. Glacius, Rektuzentra! Elasto! Kämpfe ich ja lieber noch mal gegen Peeves. Ah. Au. Egal, Harry, da muss jetzt durch. Ah.
Jawohl. Elasto! Früher haben sich die Elasto-Felder immer mal dahin gedreht, in die Richtung, die man auch... ...dann gesprungen ist. Das verwirrt mich ein bisschen. So, und jetzt... ...kommt der Moment der Wahrheit. Yes! Oh nein, oh nein! Okay. Okay, jetzt ist die Frage, haben wir das jetzt schon? Wahrscheinlich. Jetzt haben wir das, glaube ich, schon. Ja, sehr schön. Yes! Oh, Gott sei Dank. Ausgezeichnet, Harry. Komm zurück, wenn du die Glacius-Aufgabe erneut an. Aber nicht nur das. Du hast auch alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Du weißt, was das bedeutet. Der Bohnen-Bonusraum. Viel Spaß, Harry. Harry ist echt voll der Mongo hier. Wow, das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Du warst das schon. Ganz genau, Harry. Oder? Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Elasto! Oder waren wir mit ihm noch nie hier? Elasto! Elasto! Mir macht so ein Bonusraum ja innerlich sehr viel Stress. Du hast meine Attention bekommen. Elasto! Musik hat mich aber gerade ein bisschen an Nightmare Before Christmas erinnert. Wenn die all diese Bertie-Bots Bohnen essen, ne? Die müssen noch so schlechte Zähne haben. Vor allem, wie macht ja niemand Sport? Kannst mir nicht erzählen, dass du beim Quidditch viele Kalorien verbrennst? Und immer nur Bohnen, Bohnen, Bohnen. Elasto! Jetzt gehen wir gleich natürlich nochmal zu Fred und George. Okay. Endlich! Wir haben auf dich gewartet! Wohin jetzt, Harry? Du gehst voran! Ihr habt echt auch kein eigenes Leben, ne? Gut. Ja, fein. Das heißt... Die haben wir alle. Was ist jetzt passiert? I don't know. Sternlicht. So, jetzt sind wir doch hier richtig, oder? Hey, Harry! Bis jetzt sind wir bei den Gryffindors. Auf der Suche nach einer Sammelkarte, Harry? Okay, geht in Ordnung.
Immer wieder gerne, Harry. Okay, die haben wir jetzt nochmal. Fortuna Major. Ist hier sonst noch irgendwas? Ne, hier sind wir also auch wirklich fertig. Fortuna Major. Wenn wir hinter dieses Porträt schauen wollen, müssen wir bei Fred und George im Laden das Passwort kaufen. Okay, das haben wir also noch nicht. Ich wollte eigentlich hier hin. Wir müssen bestimmt bei Fred und George im Laden ein Passwort kaufen, um zu sehen, was hinter diesem Porträt steckt. Ist ja gut. Bauchnabel. Das hatten wir schon, genau. Der gute Bauchnabel, hier waren wir auch schon. Harry sagt das aber auch gerade so selbstbewusst. Bauchnabel. Ich wollte auch eigentlich bei der 4 nochmal schauen. Hallo, Mora! Ach, Tatsache. Ja. Harry, komm hierher! Depardo! Hallo, Mora! Sieht der hier warm gar nicht. Bla bla bla. Harry, komm hierher! Hä? Was ist jetzt passiert? Bla bla bla. Ja, ich würde sagen, das war doch wohl das Passwort. Hallo, Mora! Hallo, Mora! Oder hat er das jetzt einfach nur so gesagt? Ja, da war noch eine Sammelkarte dabei, sehr schön. Elasto! Na gut, okay. Ja, sieht, der hat sich schon mal gelohnt, hier reinzugehen. Würde ich sagen. Die Aufgabe machen wir nicht und was anderes gibt's hier nicht. Ja, und hier waren wir erst. Alles klar. Das. Gut. Nein, genau. Hier hatten wir nur diese Challenge mit den Monsterbüchern. Okay. Ich will noch einmal zu Fred und George. Ist auch was wie so ein Symbol, aber na gut. Ihr merkt schon, ich weiß wieder nicht, wo es lang geht. Ich spiele das Spiel echt einfach zu selten, mal am Stück. Ja, sonst mache ich gleich einen Cut. Soll ich auch da unten nochmal reinschauen? Aber ich glaube, da haben wir nichts Neues. Aber man weiß ja nie, dass mit Peeves war. Auch aha. Seht mal. Doch noch was Neues. Passwörter jetzt nicht unbenutzt lassen, würde ich sagen. Hallo, Mora! Dann müssen wir aber auch eigentlich nicht nochmal zu Fred und George. Der das hier ja eigentlich eh der letzte Part ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt noch Passwörter kaufen würden, können wir die eh gar nicht mehr testen. Ihr Lieben, ich hoffe auch, ihr versteht das. Ich finde einfach, es macht keinen Sinn. Elasto! Jetzt noch ein paar zu machen, indem wir nur.
diesen Kleinkram machen. Ohne dass was passiert, wisst ihr? Ich hoffe, ihr versteht das. Ich finde, irgendwann ist so ein Projekt halt auch mal fertig. Tut mir leid. Ja, was ist jetzt denn los? Muss das jetzt alles nochmal zurück? Ja, wenn ich hier rausgehe, dann ist ja sicherlich... Nein. Scheiße. Das geht ja gar nicht anders. Das heißt, ich muss hier noch ein zweites Mal durch. Okay. Elasto! 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 Hallo, Mora! Da ist sogar auch noch mal was drin, ey. Unglaublich. So, okay. Elasto! Gut, ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Wir haben ja jetzt uns einige Passwörter geholt, schön viele Sachen gesammelt, haben viele Karten gekriegt, haben alle drei Challenges gemacht und haben die Abschlussprüfung und alle Zauber gemacht. Was sagt ihr denn? Ich würde eigentlich wirklich sagen, dass wir das Spiel jetzt beenden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich weiß, hier gibt es noch viel zu entdecken, aber ich finde einfach nicht, dass das sich lohnt, jetzt hier noch großartig oft mit weiterzumachen. Ich gehe einfach mal zu Dumbledore und McGonagall und guck, was sie mir zu sagen haben. Nun denn, noch ein Blick auf die Leistungsliste? Dann mal los! Ja, also... Seidenschnabel ist einfach ziemlich nervig und weil wir nur eine Sammelkarte danach kriegen, weiß ich nicht. Und ihr seht, 5 Porträtpasswörter würden uns noch fehlen. Das ist auch eine ganze Menge und würde doch so ein bisschen den Rahmen hier einfach sprengen. Anscheinend musst du noch einige Sachen Nein, zu Ende bringen. Die lassen mich wirklich nicht gehen. Die lassen mich nicht aus dem Spiel raus, bevor ich das alles fertig habe. Nun denn, noch ein Scheiße, Blick auf die Leistungsliste. Ja, wie krass, okay, aber... Dann mal los! Aber... Anscheinend musst du noch einige Sachen zu Ende bringen. Los geht's! Wie ich einfach das Spiel ja nicht abschließen darf. Aber ich mache hiermit jetzt trotzdem erstmal den letzten Part. Das sind so Kleinigkeiten jetzt hier, die ich mit Sicherheit mir privat noch ein bisschen erspielen werde. Und keine Ahnung, wenn ich es dann mal soweit habe, dass ich tatsächlich das Spiel hier beenden darf, dann werden wir das hier machen. Somit bleibt das hier aber trotzdem erstmal der letzte Part des Projekts. Ich würde dann natürlich noch mal ein kurzes Video machen, wo ich euch zeige, hier, jetzt bin ich fertig und so. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass sehr viele von euch zugeschaut haben und auch viel kommentiert haben, mehr als bei meinen anderen Spielen. Das Spiel selber ist ja nun nicht so toll. Da sind wir uns alle einig. Die Story war viel zu kurz. Es ist an sich eine coole Idee, dass man mit allen dreien kämpfen kann. Ja, aber, ach, ich weiß nicht, es war so viel Blödsinn zwischendrin und dann die eigentliche Geschichte, in der es in diesem Teil geht, so ganz kurz abgehandelt und, naja, die Charaktere auch nicht gerade sehr nah an denen vom Buch oder Film. Ist alles so ein bisschen sehr plump, ja. Also ich habe den 4. Teil hier schon liegen. Wir werden den auch tun, auch wenn ihr mir schon gesagt habt, es wird nicht besser. Nächstes Wochenende möchte ich dann aber Firewatch mit euch machen. Ist auch kein so langes Projekt, also ich schiebe jetzt Firewatch ein und danach machen wir Harry Potter 4. Vielleicht darf ich dann bis dahin auch mal dieses Spiel hier abschließen. Ja, schön. Ja, ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass ihr hier dabei wart. Harry Potter geht immer, auch wenn es hier wirklich so ein bisschen, naja. Okay, ich danke euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Hier scheint die Sonne vielleicht bei euch ja auch. Dann könnt ihr sie gerne noch ein bisschen genießen. Passt auf euch auf und vielleicht sehen wir uns ja morgen zu Resident Evil. Das muss ich heute auch noch aufnehmen. Wenn nicht, nächste Woche hoffentlich zu Firewatch, wirklich ein sehr schönes Spiel. Und sonst vielleicht zu Harry Potter 4. Danke, ihr Lieben. Macht es gut. Bis dann.